Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Wir haben einen Fortschritt mittlerweile von 14% und Sachschaden von 438.000 circa. So, dann fangen wir mal an mit Streife fahren, würde ich sagen. Und wir starten mal hier, Raststätte mit... Wir können entweder, glaube ich, nur Semi oder Ben nehmen. Ja, nee, den können wir auch nehmen, den Pickup. Aber ich würde sagen, wir fahren mal mit Bens Karre, dem B32. So, hier die Kamera mal wechseln, dass wir wieder nah am Auto sind. So, und dann warten wir mal auf den nächsten Auftrag. Da hinten blinkt doch schon mal was. Das müsste, glaube ich, die Wache sein. Wenn wir bis dahin keinen Funkspruch haben, dann nehmen wir mal das. Ne? Kann ja nicht schaden. Nein, da ist eine Mauer. Zack. Ah, nicht ganz so. Jetzt aber. Mad Corp Teil 1. Auf. Machen wir mal normal. So wie alles eigentlich. Ziel erreichen 1. Okay, also wir müssen 5 Checkpoints durchfahren und dann haben wir es geschafft. Hört ihr den Motorsound? Das bin nicht ich. Ja, klar. Schon wieder so ein Rennfahrer. Die meinen echt, die könnten sich alles rausnehmen. Na komm, den kaufen wir uns. Bei dem Tempo wird er wohl einige Zeit zu Fuß gehen müssen. Quatsch nicht rum, gib Gas. Mach ich doch schon. Aber der ist halt ein bisschen schneller als ich. Ich kann nur 250 fahren. Gut, jetzt kann er auch nicht mehr schneller, glaube ich. Oder? Schaffen wir das? Der liegt, glaube ich, auf jeden Fall besser in der Kurve. Da hat er gebremst, das müssen wir auch machen. Ups, so. Ein bisschen weggerutscht. Nein, scheiße. Nein, nein, nein. Nein, scheiße. Zurücksetzen. Nein, Abstand zu groß. Nein, 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 nein. Oh, fuck, ey. Oh Mann, dass die Kiste nicht mehr hergibt, das darf wohl nicht wahr sein. Und der Kerl da vorne, der setzt jetzt auch noch einen Blinker links, um uns zu provozieren. Unsere Dienstwagen sind zu langsam für diese Rennwagen. Okay, mir reicht's, ja? Aber jetzt werde ich Autoteile sammeln. Egal, wo ich sie finde und was sie mich kosten. Dann rufe ich meinen Kumpel an. Der soll mir helfen, aus meinem Dienstwagen eine Dienstwaffe zu machen. Gut, das ist eine Ansage, finde ich. So, jetzt müssen wir... Hier lang können wir, glaube ich, gar nicht, ne? Oder? Doch, können wir. Also zeigt uns der Weg das auf jeden Fall an. So, hier ist nämlich eine Baustelle, wo wir wahrscheinlich nicht drüber kommen, schätze ich mal. Weil wir zu langsam sind. 270 müssen wir erreichen, schaffen wir nicht. Weiß ich jetzt schon, weil er nur 250 fährt. Jo, haben wir nicht geschafft. Mal gucken, ob wir hier runterkommen irgendwie. Aber es sieht nicht danach aus. Gut, dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Hier rechts war, glaube ich, noch ein Weg, wo wir langfahren können. Da springen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber. Merke ich mir mal, wenn wir irgendwie ein Fahrzeug haben, was ein bisschen schneller fährt. Zack, und einmal gegen die Wand. Scheiße! Ah, fuck. So.
Ja, Tucker hier mit 90 hoch. Kein Ding. Ist ja nicht so, dass es ein Mercedes, weiß ich gar nicht, was das für ein ist. Kann man hier die Sicht ändern? Nee. Aber man kann mit den Gängen rumspielen. Kann aber die Kamera, glaube ich, nicht drehen, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Dann müsste ein C63 sein. Ich weiß es gerade nicht. Könnt ihr mir ja aber auch in die Kommentare schreiben, was Ben für ein Auto fährt von Mercedes. Also Mercedes weiß ich auf jeden Fall, aber was für ein genau, das weiß ich halt nicht. So, zack. Ziel erreicht, 1 von 1 und erfolgreich war das Ganze. So, nichts freigeschaltet und wir fahren fort und nehmen diesmal den Supermarkt, finde ich. Und nehmen mal hier den Pickup. So, da kann man glaube ich durchfahren sogar, ne? Ja, kann man. Und alles zerstören, was geht. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal... Nicht über. Hast du Zeit für neue Lieferung? Logisch, wann? Komm zum Treffpunkt jetzt. Ich habe Paket. Lieferservice Alexei, Teil 2 machen wir natürlich. Und dann können wir glaube ich auch sogar über die Brücke springen. Die liegt, glaube ich, auf dem Weg. Ja, Chef, Insemi hier. Igor hat mich gerade wieder angerufen. Scheinbar hat Alexei meine letzte Pizza geschmeckt. Gut. Semir, passen Sie auf. Diesmal werden wir eine fingierte Razzia organisieren, um Ihre Talente ein wenig zu unterstreichen. Richten Sie sich darauf ein, dass Sie unserem Einsatzteam entkommen und das Paket unversehrt abliefern. Gut, das machen wir natürlich. So, jetzt können wir auch fahren. Konnten wir vorher nämlich nicht, deswegen bin ich auch nicht gefahren. So, hier, Warnblinker an. Wo konnten wir denn da abbiegen? Ich glaube jetzt hier die nächste, ne? Der zeigt uns auch an. So, diesmal schaffen wir es aber hier rüber. So, wo die Autos herkommen, weiß ich nicht. Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich hier lang fahre. So, 270. Perfekt gelandet. Da wollte ich unbedingt noch vorher rein und bin dann in die Mauer gecrashed. So, da sind wir auch schon. So, hier reinschleudern, das geht nicht. Ah, scheiße, aber dafür geht das und was ich gar nicht wollte. Mann. Komisch, Ben sitzt noch im Auto. So, Ziel erreicht und Sachschaden haben wir alles bestanden. Zeitlimit 3 Minuten Paket, 30. Junge. Dieses Mal echte Lieferung. Kein leeres Paket wie letztes Mal. Also, streng dich an und... Verdammt, Polizei! Oh, Polizei. Du, weg hier, schnell! Liefere Paket! Ja. Und bitte, dass wir nicht rausfinden, dass du Polizei gerufen hast. Ich doch nicht. Was denkst du von mir, Alexei? Die ist ja noch nicht mal Alexei, ist ja nur so ein Liefertyp. Gedöns. So, hier war glaube ich irgendwo eine Rampe mal. Nur wo? Gut, hier war es nicht, dann war es auf der anderen Seite. Und da fliegen wir. Bam. Ich glaube, normalerweise wäre jetzt die Achse gebrochen. Und auf dem Fußballplatz einmal drehen, bitte. Mal ein paar Abkürzungen hier.
dann fahren wir gegen die Leitplanke. Das ist ja sehr schön. Ja, du darfst dich auch wieder hinstellen. Lieber Pickup. So, jetzt aber. So ein bisschen durch die Kurve driften und dann passt das. Machen wir gleich noch eine Mission, wenn die hier zu Ende ist, weil ist ja gleich ein Kilometer. Wir haben es gerade 11 Minuten, nee, oder? Nee, lassen wir mal. Machen wir immer so 2 Missionen pro Folge, egal wie lang die dann sind. Dann passt das, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden damit. Komm, fahren wir noch einen weiter. Und einfach mal weggeschoben. Einmal die Tonne mit extra Zwiebeln ohne Käse in Partygröße, bitteschön. Ja, Zeitlimit haben wir geschafft, Ziel erreicht und Verfolger entkommen haben wir auch erfolgreich geschafft. Und wir haben den Fall Lieferservice Alexei Teil 3 freigeschaltet. So, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Bis dahin, haut rein, ciao.